Ja, wir haben da schon mehrere Zielgruppen definiert. Ja, wir hatten auch die Peters und Michael und 35 Jahre und fährt das und das Auto. Nee, Spaß. Also es macht alles irgendwie Sinn. Aber wir haben gemerkt, bei uns war mehr so ein Schlüssel, uns klar zu werden, was uns eigentlich wichtig ist. Also unsere Werte, das klingt auch so abgedroschen, aber da steht ganz, ganz viel Wichtiges für uns drin. Also was wollen wir damit erreichen? Warum haben wir uns selbstständig gemacht? Was wollen wir damit erreichen eben? Und wenn wir Leute anziehen, die da ähnlich sind, die das teilen mit uns, dann ist das schon mal ganz, ganz viel wert. Also dann macht das viel, viel mehr Spaß. Und dann kann das die 60-jährige Inge sein, die ein Yoga-Studio hat. Es kann aber auch irgendwie der Wolfgang sein, der Unternehmer ist. Wir sind natürlich auch ein bisschen flexibler, weil wir halt Coaching und Videoproduktion machen. Aber ich würde sagen, unsere Zielgruppe sind unsere Werte. Herzlich willkommen heute im Podcast. Ich freue mich riesig, dass Sie beide da sind. Heute ganz recht herzlich Arne und Adina. Die beiden sind Videocoaching und machen Videoproduktion in der Firma Schwarzwaldanker. Sie unterstützen Unternehmer und Selbstständige, die Angst haben vor der Kamera und bei den Videobotschaften im Internet auf der Webseite und beraten die da, unterstützen die da bei der Produktion. Ich freue mich recht herzlich, dass ihr heute Abend Zeit habt. Schönen, schönen Dank, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns riesig und sind schon gespannt, über was wir heute alles reden werden. Gerne, gerne. Wir machen das wieder in drei Blöcken. Persönliches, Ausrüstung und Marketing. Wir fangen zuerst mal an mit, wenn euch jemand auf der Straße trifft, der euch nicht kennt und fragt, was macht ihr eigentlich vom Beruf? Was würdet ihr denen sagen? Also wir würden antworten, dass wir Menschen dabei helfen, Videos einfach selber zu machen. Das betrifft jetzt unseren Coaching-Teil. Und dann unterstützen wir eben Firmen. Also wir übernehmen für Firmen die Videoproduktion. Das sind eigentlich die zwei Sachen. Wann hat das bei euch so angefangen mit der Videografie? Also wir waren 2017 auf Skandinavien-Tour, weil ich gekündigt hatte. Ich war sehr, sehr unglücklich in meinem damaligen Job. Und dann haben wir gesagt, so, erstmal raus aus dem ganzen Alltagstrott. Und dann haben wir halt für Familien und für Freunde so ein Google-Fotoalbum einfach aufgemacht und haben dann irgendwann mal angefangen mit Videos, weil du über Videos einfach so, so viel mehr transportiert bekommst. Und die Freunde und Families waren dann total begeistert davon und wollten dann halt immer mehr und mehr haben. Und wir haben auch gemerkt, dass es uns viel, viel mehr Spaß macht als rein Klick und ein Foto. Genau. So fing das dann Ende 2017 an, ja. Ja, cool. Und darf ich fragen, was du vorher gemacht hast für den Job? Also ich bin gelernte Druckingenieurin, komme aus dem Bereich Drucktechnik, also Druck- und Medientechnik und war da eher in einem technischen Beruf, in einer Leiterplatte als Prozessingenieurin. Habe ich noch nie gehört, der Beruf. Klingt auf jeden Fall spektakulär, ja. Wann wurde es denn genau bei euch denn professionell? Also ihr habt jetzt angesagt, jetzt okay, ich mache jetzt Video und wo habt ihr da angefangen? Wie ging es dann in die professionelle Schiene? Also wir haben dann Ende 2017 dann Schwarzwaldanker gegründet, also das ist unsere Firma, unser Startup, unser Baby sozusagen. Und zuerst hat die Adina eben gestartet. Ich hatte damals noch einen Job, ich bin Mitte 2018, glaube ich, so dazugestoßen, also halt Vollzeit dazugestoßen. Und wir haben am Anfang Fotografie, Film und Grafikdesign gemacht, also ja, so klassisch Werbeagentur, sage ich jetzt mal. Haben aber ziemlich schnell festgestellt, dass der Bereich Film richtig Spaß macht und ich kann jetzt gar nicht so einen Tag sagen oder ein Jahr sagen, es hat sich so entwickelt. Also ich denke mal irgendwo zwischen 2018, 2019 ging es dann verstärkt Richtung Film. Ja. Genau. Wenn ich jetzt ein Unternehmen frage, mit dem ihr schon zusammengearbeitet habt und würde jetzt fragen, was eure Videos besonders machen, was würden die mir antworten? Gute Frage. Dass sie natürlich mega zufrieden sind. Also, dass wir uns halt vorher sehr, sehr viel Gedanken machen, dass wir probieren, das gewisse Etwas rauszukitzeln, die Emotionen und weil wir selber eine Geschichte haben, geben wir auch unsere Geschichte preis und wollen dann den Kunden dazu bewegen, dass er auch von seiner Geschichte her erzählt. Also, dass es wirklich sehr persönlich auch wird. Oder mit einem Wort, die Story, das Storytelling, das wäre wahrscheinlich das, was die Kunden dann antworten werden. Und euer USP, habt ihr das mal aufgeschrieben, was so euer Alleinstellungsmerkmal ist? Für euch selber?
Na, das, da zahlt eigentlich das drauf ein, was die Alina jetzt gerade gesagt hat, dass wir eben unsere persönlichen Erfahrungen da mit reinbringen. Also gerade das Persönliche, authentisch zu sein, jetzt nicht auf Hochglanz, sage ich jetzt mal, und auf Effekt. Hascherei, genau, sondern eher mehr auf Story zu setzen und Persönlichkeit und das möglichst rüberzubringen, also eine Botschaft zu transportieren. Aber was ich sehr cool finde bei euch, was ich feststelle, man sieht so eine klare Linie. Euer Branding ist sehr stark die Farbe Grün, also die nehme ich sehr stark wahr. Das heißt, ihr habt euch da, finde ich, also schon mal mit auseinandergesetzt, dass ihr nicht irgendwas bunt macht und scheißegal, Hauptsache wir machen Videos, sondern euer Branding ist eigentlich ziemlich klar. Habt ihr das von der Pike auf gelernt oder habt ihr euch das 2017 dann alles so nach und nach selber beigebracht? Also da kommt dann mein Background dann rein. Also ich komme auch aus dem Bereich Drucktechnik. Wir haben uns übrigens in dem Studium zur Drucktechnik auch kennengelernt. Okay. Und ich war früher Mediengestalter viele Jahre und habe da eben so das Design, Grafikdesign, Affinität und natürlich auch unser Logo selber gemacht. Und wir kommen hier vom Rand vom Schwarzwald und da war natürlich, haben auch im Logo eben so eine kleine Tanne drin. Und das haben wir in anderen Farben probiert, aber so eine Tanne in Rot sieht einfach doof aus. Deswegen ja. War dann Grün einfach dann die gute Farbe. Cool, das ist auf jeden Fall sehr guter Wiedererkennungswert. Also da habt ihr auf jeden Fall schon gepunktet. Man erkennt das sofort wieder und weiß auch, wovon man spricht. Weiterbildung. Also kennengelernt habe ich euch damals auf der Video Mastery, da war da auch 2019. Das war auch ziemlich cool. Und was macht ihr sonst noch so für Weiterbildungsmaßnahmen? Also wir haben ganz viele Online-Kurse konsumiert seit 2017, seitdem es da richtig losging mit der Selbstständigkeit. Haben dann aber gemerkt, dass so Personal Coachings uns viel, viel weiterbringen. Mhm. Da sind wir zum Beispiel beim Calvin Hollywood, sind wir da mit drin in der Business Bootcamp Academy. Da waren wir auch schon öfters mal so bei Personal Workshops, wie gesagt. Beim Offline-Treffen. Beim Offline-Treffen. Wir lesen viel, wir hören Podcast ganz viel. Ich denke, was viele andere einfach auch so machen. Und gerade im Bereich Video lernt man ja nie aus. Und da sind halt auch so Plattformen wie YouTube auch echt richtig geil. Also. Genau. Ja, ansonsten waren wir schon bei Dirk Kräuter, bei Tobias Beck, bei Calvin Hollywood haben wir schon gesagt. Das sind jetzt so die größeren, die man jetzt so kennt. Ja, aber gerade zum Beispiel, gerade das Seminar, von dem du erzählst, die Video Mastery, war richtig, richtig cool, was ihr gemacht habt, weil das eben was Kleines war. Das war schön, man hat da einen direkten Kontakt mit den ganzen Speakern und konnte sich eben gut austauschen. Wir haben heute noch richtig gute Kontakte zu anderen Teilnehmern von der Video Mastery und war echt cool. Also das war eigentlich eins der besten. Ja. Jetzt geht mir das richtige Antwort und jetzt geht mir das Herz auf. Ja, genau, das wollte ich hören. Nein, super cool. Nein, vielen, vielen Dank, das freut mich wirklich sehr. Es war vorher nicht abgesprochen. Nein, natürlich nicht, natürlich. Gibt es dieses Jahr eigentlich wieder eine? Ja, aufgrund vom Corona, wir haben es eigentlich geplant, aber dieses Jahr findet es nicht statt. Wir haben es auch wegen dem, das kurioserweise, wir haben im Januar angefangen mit der Planung und da waren schon alle Veranstaltungen ausgebucht, das, was wir so uns vorgestellt haben. Und was ja jetzt mittlerweile, muss ich sagen, leider Gott sei Dank ist, dass das nicht wie bei allen anderen Veranstaltungen, dass die wegbrechen. Und das wird nächstes Jahr stattfinden, am 13.02. ist der Plan, am 2021. Und dann wird es auch... Das notieren wir uns doch gleich. Ich schreibe es gerade mal auf, ja. Das ist auch Karnevalszeit in Köln und das wird zwischen Düsseldorf und Köln wird das stattfinden. Monheim am Rhein heißt das. Da kommt meine Frau gebürtig her und deswegen haben wir da die Connection bekommen zu einer richtig coolen, das ist so eine Aula eigentlich und das ist eine richtig große Halle, da passen 600 Leute rein und trotzdem soll aber, was uns wichtig ist, genau das, was ihr gesagt habt, diese Connection zu den Speakern soll trotzdem erhalten bleiben und das Ganze soll natürlich ein bisschen größer sein, so galamäßig, wenn es geht und dann ein paar Preisverleihungen und was da noch alles zukommen soll. Das sind halt so Dinge, die uns so vorschweben, die wir gerne umsetzen möchten. Und deswegen soll das halt so ein bisschen größer auch werden, ja. Also ein bisschen. Also den 13.02. haben wir notiert. Dankeschön, ja. Also ich hoffe, dass es klappt. Wir haben bis jetzt, die Verträge sind soweit unterschrieben, aber mal gucken, was Corona sagt. Habt ihr da was von gemerkt bei euch jetzt im Business? Weil Videoproduktion kann ja eigentlich weiter stattfinden, oder? Ja. Also, ja, schon, klar. Also wir hatten ja auch ein Shooting, was dann jetzt verschoben wurde dann wegen der ganzen Situation. Aber dadurch, dass wir eben auch Coaching machen, haben wir sogar eher einen Anstieg dann gemerkt. Ja. Weil dann verstärkt dann Leute anrufen,
die, also ganz wildfremde Leute und unterschiedlichste Altersklassen. Ich hatte schon mit 60-jährigen Yoga-Studio-Besitzerinnen zu tun, die dann irgendein YouTube-Video gesehen haben und jetzt auf einmal dann Fragen hatten, wie ich denn mit Video jetzt nach draußen komme. Und, ja, cool. Also echt mega cool, weil da ein ganz großer Trigger jetzt gerade ist. Ich muss raus mit meiner Botschaft und ich mache jetzt Video. Ja, ist mir auch aufgefallen, dass extrem viele Leute momentan sehr viele Live-Sessions machen. Also ich habe ständig auf dem Handy irgendwie, ja, der ist live, der ist live, der ist live. Wo ich mir denke, scheiße, wieso bin ich eigentlich nicht live? Das muss ich einladen lassen. Ja, nein, ich habe wirklich überlegt, ob wir das heute mal live machen, aber das war mir dann auch zu kurz und knapp. Aber das wird so das Nächste sein, was auf meiner Liste auch steht, dass man das Ganze mal live macht. Und mal schauen. Weil live muss ich noch üben. Ich hatte damals mit Ferdi das erste Mal über Insta das Ganze live gemacht und ich fand das sehr anstrengend, weil du musst ja gleichzeitig die Kommentare lesen, du musst gleichzeitig gucken, dass du das, also das war sehr, sehr anstrengend. Das war nicht so fließend wie jetzt hier das Gespräch, dass man sich, man konzentriert sich aufs Gespräch und dann ist gut. Also das ist, das reicht mir schon vollkommen. Aber live ist schon ein brutaler Markt. Also ja. Wir sind auf Instagram auch sehr, sehr häufig live. Mhm. Zu bestimmten Themen. Wir machen es halt einfach sehr, sehr gern, gerade den Kontakt dann auch direkt zu haben und wenn Fragen direkt reinkommen, also wir erzählen dann erst und sagen, wir gehen am Ende auf die Fragen ein, dann geht es echt sehr, sehr gut. Und was wir halt jetzt gerade noch so lernen, ist YouTube Live mit OBS und mit den ganzen Streaming-Softwares, das ist ja, also das ist ja der Wahnsinn, eigene was Welt. Da ja, geht. Wirklich, ja, Twitch und was da alle gibt. Ich habe mit OBS mal probiert und ich fand das Programm nicht einfach. Also ich habe da lange rumgedoktert. Das ist eigentlich richtig geil, das Programm, weil du kannst damit alles machen. Aber was jetzt bei mir auf der To-Do-Liste steht, ist dieser neue von Blackmagic, dieser Mischer, dieser, wie heißt der denn, Atem? Atem Mini Pro, genau. Den möchte ich mir gerne holen, weil den finde ich sehr, sehr geil, weil ich finde die Software da auch viel übersichtlicher als dieses OBS. Und ich bin eher so ein Typ, dann gebe ich lieber Geld aus und hab's lieber einfach und da drücke ich meine Knöpfchen, dann weiß ich, was da passiert. Und so, das ist mein Plan, ja, weil das ist ziemlich cool. Zu euch weiter, was macht denn eurer Meinung nach so ein Video unvergesslich? Also das sind verschiedene Themen, ganz klar natürlich die Story, die Emotionen, die man weckt. Du kannst im Prinzip ja alles ansprechen. Du kannst die Augen ansprechen, du kannst das Gehör ansprechen, die Emotionen, das Gänsehaut-Feeling, das du da reinkriegst. Also das macht, denke ich, ein gutes Video auch aus. Also, ja. Also ich hätte es eigentlich mit einem Wort. Es ist tatsächlich, also wenn es mich packt, also wenn ich, und das ist meistens die Story, dann spielt natürlich Schnitt, Farbe, Bild, also alles irgendwie mit rein. Aber wenn ich mich da irgendwie mit rein versetzen kann, wenn ich mich abgeholt fühle, also das erzeugt bei mir eigentlich so den meisten Effekt, wo ich mir dann denke, da erinnere ich mich dann auch wieder dran. Mhm. Sehr cool. Was macht ihr denn so in eurer Freizeit? Also Kinder hüten ist es ja nicht. Nein, wir haben keine Kinder. Außer Schwarzwaldanker. Das ist unser Baby. Also, wir lieben ja, was wir tun, deswegen haben wir jetzt nicht so ganz so viel Freizeit, aber das ist gar nicht schlimm, weil wir es eben halt gerne machen. Mhm. Wenn, dann gehen wir laufen, wir sind hier am Rande vom Schwarzwald, also sind da immer wieder mal in der Natur, genießen das natürlich dann auch, haben dann natürlich aber auch die Kamera dann mit im Gepäck. Ja, was nochmal sonst? Schwimmen ab und zu mal? Ja, ich bin noch ein Fußballfan. Echt? Stimmt. Okay, krass. Ja. Cool. Habe auch selber mal Fußball gespielt, aber ich bin großer St. Pauli-Fan. Das ist ja ganz andere Ecke, okay, cool. Okay. Also an Hamburg haben wir beide unser Herz so richtig verloren, ja, weil das einfach so eine geile Stadt halt ist. Definitiv. Das ist ja krass, das ist eine ganz andere Ecke von Deutschland. Ja, cool, ja, mega. Echt, jetzt muss ich erst nochmal ablesen hier. Wo seht ihr euch denn in 10 Jahren? Das habe ich dich vorher gefragt, jetzt antworte doch mal. Sag doch mal. Ja. Dass wir mit unserem Message halt ganz, ganz viele Leute noch erreichen können, egal ob das jetzt auf Bühnen wäre. Also ich fände es auch geil, auf Bühnen zu stehen, dann die Menschen anzusprechen mit unserer Story, wie wir zum Video machen gekommen sind, was wir alle schon gemacht haben. Das finde ich halt sehr, sehr spannend und da könnte ich mich schon, ja, vielleicht auch schon in 3 oder 2 Jahren sehen, also nicht unbedingt in 10. aber ich kann jetzt zum Beispiel, ja, also so irgendwas, was Großes schaffen, wie das dann konkret aussieht, kann ich dir jetzt aktuell noch nicht sagen, aber irgendwas Geiles, Großes, wo mir viele Menschen mit erreichen, viele Menschen packen und
ihnen dann weiterhelfen, dass sie einfach auch, ja, keine Ahnung, mehr Standing haben, mehr Selbstbewusstsein. Das geht dann schon vielleicht auch Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Videografie, finde ich, hat auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ja. Von es ist ja, finde ich, auch ein Riesenunterschied, ob du jetzt einfach Videografie machst, du filmst vor der Kamera oder du stellst dich selber vor die Kamera. Finde ich, ist ein riesengroßer Unterschied. Und das habe ich am Anfang auch nie wollen. Ich habe angefangen mit Hochzeitsvideografie, weil das war auch, meine Schwägerin hat gesagt, du machst das toll, mach doch weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mach ich es halt beruflich. Und dann wollte ich aber nie vor die Kamera. Und diese Podcast-Geschichte war für mich auch der Beginn, vor die Kamera zu gehen. Und dann kam viel, viel Resonanz. Und dann hat man schon gemerkt, okay, ja, es bringt mehr Vertrauen. Und das bringt mehr, einfach viel, viel mehr, wenn man was erreichen möchte, wenn man selber vor die Kamera geht. Obwohl der Anfang nicht leicht ist. Ja. Also ich weiß, meine ersten Videos, meine Frau sagt, oh Gott, lösch das. Das ist ja nur Verkaufsvideo und man ist so stocksteif und naja, ihr kennt das ja sicherlich auch, oder? Was gibt ihr da so für Tipps für eure Coaching-Teilnehmer, dass man nicht so stocksteif sein soll? Also sie vorzubereiten, das ist ganz, ganz wichtig. Sich die, also eigentlich ist das meiste, sage ich jetzt mal, also für so Social-Media-Clips, jetzt wo man irgendwas in die Kamera erzählt, eine Minute lang. Wir sprechen jetzt nicht von irgendwelchen aufwendigen Produktionen, wo man viel schneidet oder so. Sich vorzubereiten, sich die Fragen zu stellen, was möchte ich überhaupt, was möchte ich sagen, für wen möchte ich es sagen, warum möchte ich es sagen, und sich dann, wenn man guckt ja in so eine Kamera rein, wie wir das gerade auch machen, das ist ja eher etwas ja, Abstraktes, dass man sich da vielleicht auch vorstellt, hey, sprech doch mit jemandem, zum Beispiel deinem Kunden oder derjenige, der das sehen könnte, ja? Den du dann damit auch begeistern kannst mit dem, was du erzählst. Also einfach sich da so ein bisschen rein zu versetzen. Okay, also auch wahrscheinlich dann auch Training, oder? Also was ich gelernt habe, das erste Mal in die Kamera quatschen, da kommt nichts Gutes bei raus. Und Übung macht einfach den Meister, ja. Ja, das ist ganz klar, ja. Ja, weißt du, weil du gerade auch das angesprochen hast, die ersten Videos, es waren bei uns Beer-Tasting-Videos. Ja. Wir haben die noch auf YouTube, also oben, aber halt nicht auf live gestellt, sondern das ist natürlich auch der Vorteil, wenn du einfach mal ein Video machst, hochlädst und irgendeinem Freund schickst, sag ich mal, der da vielleicht auch mal Feedback geben kann. Dann ist es halt echt geil. Und wenn wir uns die Videos heutzutage angucken, dann erstens kriegen wir totaler Schreck, wie wir damals ausgesehen haben. Ja. Ja. Weil da hat sich halt schon auch einiges getan. Ja. Und zweitens halt, weißt du, die Qualität. Das ist also Wahnsinn. Wir haben damals mit dem Handy gefilmt, ohne Mikro, ohne nichts. Einfach halt mal geübt, gemacht und haben dann gesagt, so, wir stellen es jetzt einfach mal online, gucken, was passiert. Also im schlimmsten Fall guckt es halt niemand an. Ja? Das ist dann halt so. Weißt du, auch dieses Energielevel, das war mehr so. Also man kann es ja sagen, wie es war. Wir haben uns an den Tisch gesetzt, haben Bier getrunken, das klingt jetzt ein bisschen deprimierend, und haben uns dabei gefilmt, sage ich jetzt mal, aber das war vielleicht jetzt nicht so interessant für den Zuschauer. Jetzt hat es eine ganz andere Intensität. Wenn ich mir das vorstelle, dann bin ich auch einfach schon mal körperlich viel präsenter. Ich mache jetzt ein Video, dann habe ich eine Botschaft, dann habe ich da Energie, dann fahre ich mich da einfach ein Level dann hoch. Und das ist ein himmelweiter Unterschied zu den Beer-Tasting-Videos. Sehr cool. Also sehr schön, also ich spüre auch die Energie, sehr cool, echt. Nächste große Thema, Ausrüstung, Workflow. Also ihr habt gesagt, mit dem Handy habt ihr, glaube ich, angefangen. Und welche Ausrüstung verwendet ihr jetzt für eure Videoproduktion? Also aktuell haben wir die 6D Mark II, die M50 und zwei iPhones. Aktuell sind aber gerade dran, nach einer neuen Kamera Ausschau zu halten. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Was habt ihr dafür auf dem Plan stehen, was ihr da holen wollt? Also die EOS R haben wir gerade im Fokus, sind aber da jetzt noch nicht ganz schlüssig, oder ob es dann doch eher in Richtung Blackmagic geht oder was oder, auch immer. Oder R5. Ja, genau. Ja, bei mir steht auf der Liste auch die Blackmagic, muss ich ganz ehrlich sagen, weil also die Blackmagic Pocket 6K, also die finde ich momentan vom Preis-Leistung mit dem Software dabei, finde ich momentan so, was auf dem Markt ist, eigentlich am meisten Sinn. Ich hatte da mal ein Video gesehen, ich glaube, es war von Martin, vom Camera Cave, glaube ich, war das. Und das war nicht so positiv. Also fürs Preis-Leistungs-Verhältnis eben, dass man von so einer EOS R mehr hat. Kann man aber ja auch nicht direkt miteinander vergleichen. Das ist ja ein Fotoapparat, eine Fotokamera. Genau, aber dass die irgendwie dann schon mehr liefert. Ich denke, letztendlich muss man aber mit jeder Kamera irgendwie dann halt warm werden und ja. Ich kenne das Video von Martin und er hat mit seinem Kollegen die 4K-Variante getestet. Und das Ärgerliche war, da kam nämlich 2 Monate später kam die 6K-Variante raus. Und deswegen, die 6K ist nochmal
die kann noch ein bisschen mehr. Also die, wenn du das siehst, die sieht von vorne gleich aus und von oben ist die aber ein bisschen breiter und die kann noch ein bisschen mehr. Also ich finde die eigentlich schon so eine eierlegende Wollmilchsau, aber das ist, die ist klein, kompakt, die kann so dieses Rohrmaterial, also halbes Rohr irgendwie, hat nicht so extrem Datenmengen, also das sind ein paar negative Sachen auch. Akku ist Katastrophe, logischerweise, aber da kann man ja auch was Externes bauen. Ja, ansonsten, bis jetzt hat mich die vollkommen umgehauen. Ja. Also ich bin da, das, die steht bei mir auf der Liste. Und die C200 oder so wäre für euch nie so in Frage gekommen. Nee, also aktuell gerade nicht. Ich glaube, das ist noch mal ein Schritt weiter. Ich denke, da muss man ein bisschen unterscheiden, für was wir dann so eine Kamera haben. Ich denke, für so ein Coaching ist dann eher, ich sag mal, eine normale Fotokamera geeigneter, sage ich jetzt mal, für Videoproduktion, die wir für Unternehmen machen. Ganz klar natürlich, da wollen wir uns auch weiterentwickeln, werden wir uns auch weiterentwickeln. Aber ich denke, dass wir erstmal noch einen Schritt, Zwischenschritt praktisch tun, machen, genau, bevor dann vielleicht da mal eine professionelle Filmkamera zum reinkommt. Einsatz kommt. Genau. Genau. Ja, aber reizen tut es uns natürlich sehr. Ja, klar. Also Adina schwärmt immer von der Red. Ja gut, die ist ja natürlich... Also ich hatte ein paar Aufnahmen mit Kollegen, die hatten sich selbst mit der Red gefilmt und für Interviewszenen, und das Coaching, was ihr macht, wäre es nicht gut. Das Ding ist viel zu laut, weil auch wenn du, sobald du, der Ferdi hat ja auch einen und der hat gesagt, wenn du die startest, brauchst du circa fast eine Minute, bis du überhaupt anfangen kannst mit der Aufnahme. Und dann ist die immer die ganze Zeit, läuft der Lüfter. Der geht nicht aus wie bei anderen Kameras, wenn du auf Record drückst, sondern der bleibt immer an. Das ist für geile Aufnahmen, für geile Bildqualität, aber für Interviewsituationen ist die Scheiße, ja. Welches Programm verwendet ihr? Wir schneiden mit Premiere. Der Arne, der arbeitet sich gerade noch in DaVinci ein. Ja, da fuchse ich mich gerade rein, DaVinci The Resolve. Ansonsten nutzen wir auch einfach aus Eigeninteresse und aus dem Coaching-Gedanken auf dem Handy dann auch ein paar Apps, also InShot zum Beispiel. Genau, aber jetzt so professionelle Schnittsoftware, Premiere und ich dann zukünftig dann DaVinci Resolve. Habt ihr mal Rush ausprobiert, das von Adobe, die Handy-Variante? Ja. Die ist mega cool, oder? Ist voll einfach eigentlich. Das ist sehr cool. Also das war so, ich habe mal mit iMovie angefangen, dann habe ich Rush gemacht und jetzt Premiere, so Zwischenschritte. Okay, cool. Rush ist echt auch sehr, sehr cool. Das empfehlen wir auch immer sehr gern weiter für Leute, die anfangen. Ja. Ja. Was habt ihr noch so auf eurer Liste, was ihr noch kaufen wollt? Steht da noch irgendwas drauf, außer die Kamera? Objektive, oder? Ja, Objektive. Also wir haben zum erst neulich haben wir bei einem Anbieter, darf man das jetzt sagen? Ich weiß gar nicht. Ja. Wir haben da bei einem Anbieter ein Objektiv ausgeliehen und sind da halt immer ganz, ganz stark drin, halt die Sachen erstmal zu testen, bevor wir sie kaufen, weil erstmal zu gucken, passt das überhaupt zu unseren Anforderungen. Da hatten wir echt ein Knallerobjektiv, das war, glaube ich, 70 mit einer 2.0er Blende, aber das Ding kostet 3.000 Euro, aber absolut geil. Das von Canon, oder was? Ja, genau. Also das ist dieses USM3 jetzt, glaube ich, ne? Was? Ja, genau, ich glaube, das ist es, ja. Die ist ja schon 8K, kann die doch, glaube ich, bis, oder? Also war, glaube ich, der letzte Kenntnisstand. Also 4K auf jeden Fall, aber ich meine, bis 8K, hat Canon gesagt, können die schon. Ja, ist natürlich Canon-Objektiv. Kaufst du auch nur einmal und dann hast du es eigentlich, ne? Richtig. Für die nächsten 10 Jahre dann. Aber das ist jetzt nicht so, was so dringend auf der Wunschliste steht. Das ist dann mal nice to have oder man leiht sich dann das dann mal von Auftrag. Ich denke, was sonst noch ansteht, ich weiß nicht, Ton... Ja. Sind wir eigentlich jetzt auch gut ausgestattet. Licht vielleicht auch noch eher, dass wir da noch mal schauen, dass wir da noch ein bisschen mehr rausholen noch. Und das Thema Stabilisierung, vielleicht noch ein Gimbal für die Kamera dann auch, gerade dass man dann auch, wenn man jetzt nicht, sag jetzt mal dieses Face, also auf Stativ aufstellen und filmen, Knöpfchen drücken hat, genau, dann braucht man ja irgendwas, mit dem man das Ding ja irgendwie ruhig hält. Ja, so grob, ich glaube. Also was mich noch interessieren wird, wären gerade so Software wie eCam, wo du dann halt auch Streaming-Software, da zahlst du dann halt monatlich. Das sind aber gerade noch so alles so Hirngespinste, sag ich mal. Das hätten wir gern, ja, würde man gerne mal ausprobieren. Aber ob das dann mal unser Weg ist, mehr Richtung Livestreaming gehen, das
sind wir gerade dran, das rauszufinden, sage ich mal. Ja, ich glaube, das ist ein Riesenpotenzial für Firmen, das mit diesem Live, weil alle Anbieter, also jetzt die Großen sind ja YouTube und Facebook, die stehen ja total auf dieses Live und die zeigen ja das auch dann, wie gesagt, überall an, wenn du live bist. Und ich glaube, wenn du das so in, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, wenn man das so in die Coaching-Schiene, dass man die Unternehmen darauf trainiert, dass die live richtig gut performen, kommt, glaube ich, richtig gut. Ja. Das könnte auch so die Zukunft sein. Ja. Also das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Videoproduktion. Wie viele Tage berechnet ihr denn für euren Schnitt? Wie lange wir für einen Schnitt brauchen? Mhm. Also es ist immer unterschiedlich, je nach Projekt. Und Video, klar, Anforderungen. Wie lange soll das Video denn hinterher werden? Wir nehmen da immer so als Referenz so, auf Instagram posten wir ja fast ausschließlich nur noch Videos, so 1-Minuten-Clips und da machen wir innerhalb von 8 Stunden, drehen wir ungefähr 15 Clips ab, machen die fertig, schneiden die, dass die halt wirklich dann fix sind für Instagram. Das ist so immer so das, was wir gern erzählen, wo wir dann auch wirklich sagen, das ist vielleicht so ein Wert für jemand anderen, der dann halt auch Videoclips für Instagram macht, für ein Feed. Genau, aber sonst ist es wirklich abhängig. Also es kann von wirklich einen halben Tag, einen Tag dauern. Ja, also. Bis über mehrere Tage lang. Ich habe jetzt von Arne zum Beispiel auch ein Geburtstagsvideo geschnitten. Mit ganz vielen Freunden, die dann ihm eine Videobotschaft geschickt haben und ich habe alles schön zusammengeschnitten. Ach, das ist schön. Das ging dann schon mehrere Tage, also das war dann schon ein bisschen aufwendiger. Ach, das ist schön. Ich muss mal gucken, wie lange das ging. Aber wir tracken das auch mit der Zeit, einfach für uns intern halt auch. Sehr gut, ja. Zu wissen, wie lange wir für Projekte brauchen, auch abrechnungstechnisch, ja, ganz klar. Ja, sehr cool. Ja, Effizienz, Effektivität. Was mich noch interessieren würde, ich habe da ein bisschen Mühe mit. Instagram ist für mich noch so ein rotes Tuch. Also das ist so, ich habe es zwar, muss ich natürlich anmelden, ist klar, muss man ja haben. Aber das mit diesem Video hochladen ist ja für mich, das ist ja Katastrophe. Also ich finde das sehr, sehr schwierig und umständlich, auf Instagram ein vernünftiges, professionelles Video hochzuladen. Wie ist da so euer Workflow? Also ladet ihr nur Videos hoch, die ihr jetzt Stativ aufnimmt oder ladet ihr auch andere Videos dort hoch? Also da muss man unterscheiden. Wir sind so, ich würde sagen, Instagram-Experten, kann man schon sagen. Also wir kennen uns da sehr, sehr gut aus. Okay. Wir machen es sehr gerne. Es gibt ja einmal den Feed. Ich denke, das gibt es vergleichbar ja auch bei Facebook. Und da gibt es die Stories. Ja. So. Und Feed, sage ich mal, das ist bei uns professionell. Also das wird eben aufgenommen mit einer professionellen Kamera, mit Vorbereitung auf Stativ, Schnitt und alles pipapo. Und dann gibt es die täglichen Stories, wo wir erzählen, okay, ich bin gerade unterwegs, ich mache jetzt das, heute habe ich auf dem Schirm das und das, ich wollte euch mal einen Quick-Tipp geben. Und das passiert mit dem Handy, ja, weil das am intuitivsten, am schnellsten geht. Ja. Das habe ich immer dabei. Genau. Das heißt, du schnibbelst dann aber nicht auf dem Handy noch Intro oder Outro oder irgendwas da rein, sondern lässt das dann einfach so, wie es gerade gesprochen hast, fertig. Oder schneidest du das dann auch noch? Die Art von Videos erstellen wir gar nicht auf dem Handy, sondern die erstellen wir mit der Kamera. Mhm. Also überall, wo es praktisch das gibt, das, was du in diesem Feed sehen kannst, ja, wo die auch ein Text, die Beiträge, genau, wo ein Text drunter steht, das erstellen wir extern, also nicht auf dem Smartphone, sondern komplett fertig mit einer externen Kamera und mit Premiere und... Genau, das ist das, was ich vorher gemeint habe, die 15 Videos. Ja. Also wir machen da Content-Produktion. Wir produzieren immer einen Monat im Voraus. Genau. Das heißt, wir setzen uns am Ende des Monats hin, überlegen uns ein bestimmtes Thema. Jetzt zum Beispiel im Mai ist es Livestream, also Livestreaming. Letzten Monat war es Technik. Überlegen uns dann dazu dann Themen, also zum Beispiel Stabilisierung, Ton, Licht, bla bla bla. Schreiben dann uns wie kleine Skripte, was wir sagen wollen in dem Video und drehen das dann ab an einem Tag, schneiden das, machen es fertig für Instagram, schreiben die Texte, vertaggen es und planen das im Prinzip, wann es veröffentlicht wird. Dass wir es nur noch posten müssen an dem Tag. Darf ich kurz fragen, also vertaggen ist schon ein geiles Wort, ja? mein Problem ist immer das, ich habe das Video jetzt fertig gerendert, also was ich jetzt auch festgestellt habe, dass die Variante 1:1 eigentlich immer am besten auch funktioniert mit diesem Beitragsvideo auf Instagram und das Hochladen von Premiere, wenn es fertig gerendert ist, auf Instagram. Wie macht ihr das? Also es ist so, dass wir das dann exportieren, dann aufs Handy ziehen
und dann vom Handy aus dann den Post dann fertig machen. Das heißt, wir arbeiten da mit Planoly, das ist eine App. Da schreiben wir unsere Texte vor, packen da die ganzen Tags rein und haben dann auf dem Handy praktisch das Video, haben dann den vorgeschriebenen Text und an dem Tag, wo wir posten wollen, kriegen wir von Planoly eine Erinnerung und hauen dann den Text raus und packen dann das Video mit rein. Ah, sehr schlau, cool. Und was für mich immer das Schwierigste ist, weil ich habe ein iPhone und Windows-PC, die mögen sich ja nicht so, die Daten darüber ziehen. Für mich persönlich habe ich das jetzt so gemacht, ich habe eine Google Drive, so ein Business-Account und darüber ziehe ich mir das auf mein iPhone. Macht ihr das auch so ähnlich oder macht ihr das mit USB-Stecker? Wir nutzen nur Mac, also wir haben iPhone als Smartphones und halt eben als Rechner haben wir auch Macs. Mhm. Deswegen können wir da in der Apple-Welt dann bleiben und dann ist das sehr komfortabel. Über AirDrop funktioniert das. Ja, stimmt. Ja, wunderbar. Ja, cool. Weil es ist wirklich tricky von Windows-PC, die Videodaten drüber zu ziehen. Also was ich für mich jetzt festgestellt habe, ist einfach, wenn ich mir das in den Drive-Ordner ziehe und ich habe auf meinem Handy die Drive-App und ziehe mir das wieder auf mein Handy, das funktioniert am einfachsten. Das ist das, was ich jetzt so habe. Und dann hast du vorhin in Break, hatten wir gerade kurz noch das Programm Grids. Was kann man da jetzt nochmal genau mitmachen? Grids, das ist praktisch auch Instagram, das ist eine App, die man bezahlen muss. Da kann man praktisch sich den Feed auf dem Rechner anzeigen lassen, man kann Stories posten, man kann auch die Feeds fertig machen, die Beiträge fertig machen. Also es ist echt ein ganz cooles Tool, kann man sich mal anschauen. Und es ist jetzt auch kein Abo-Modell, zumindest war es das damals nicht, als ich es gekauft habe. Also gehe ich davon aus, dass es jetzt immer noch so ist. Ist echt cool, also da kannst du echt auch viel damit machen. Also jetzt Beiträge vorplanen, das glaube ich nicht, aber halt direkt drin, also raus posten und das halt schön übersichtlich dargestellt wird, ist echt ganz cool. Mega Tipp, vielen, vielen Dank. Das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, diese beiden Programme. Und vielleicht werde ich jetzt auch so ein Instagram-Nerd. Mal schauen, wie das dann funktioniert. Machen wir weiter mit Effizienz und Effektivität. Jetzt habt ihr ja schon viele coole Tipps gegeben, was man so machen kann. Habt ihr für euch selber schon sowas zurechtgelegt, wie man mehr Filme machen kann oder mehr Videos, mehr Geld verdienen kann, hat mehr Freizeit und weniger Stress? Ich weiß, das ist viel, aber das ist eigentlich das, was jeder haben möchte. Also wir haben das ganz automatisch schon, weil wir eh schon zu zweit sind. Also wenn wir uns nicht abstimmen würden und auf Effizienz gehen würden, dann wäre das eh schon eine Katastrophe. Also wir sind da auch selber immer getriggert, das zu tun. Ich glaube, ein großer Gamechanger fast schon war, so gleiche Tätigkeiten zu kanalisieren. Also gerade so jetzt so eine Instagram-Produktion, Videos, also bei uns sind das eben nur Videos, gleiche Tätigkeiten hintereinander zu machen. Das heißt, wir produzieren dann erstmal alle Videos, dann macht man erstmal alle Texte, dann macht man erstmal diese kleinen Thumbnails, diese Vorschaubilder. Und dann geht das auch schneller, als wenn man dann irgendwie dann immer wieder anfängt und sich immer wieder neu reindenken muss. Also gleiche Dinge praktisch immer so abzuarbeiten. Sehr cool. Ja, das macht doch total Sinn, ja. Nächste große Thema Marketing. Mit welchem Marketing oder welche Marketingmaßnahmen würdet ihr denn gerade für Einsteiger so am sinnvollsten halten? Instagram. Also so wie für mich so, ja, okay. Ist gut? Nee, tatsächlich. Also ich glaube, dass Instagram ist eine visuelle App, also ist sehr visuell getriggert. Mhm. Am Anfang war das, keine Ahnung, wie lange es Instagram schon gibt, aber wahrscheinlich schon ein bisschen, sehr viel Foto und das wird halt immer mehr Video. Das ist auch auf allen anderen Plattformen auch so, aber auf Instagram halt besonders oder auch, ja. Und es ist eben eine wahnsinnig schnelle App. Man kommt schnell an die Leute ran. Es macht Spaß. Also das ist eine subjektive Meinung, aber das hören wir auch von vielen anderen. Man kann, es wird immer weiterentwickelt von Facebook und diese Live-Features sind auch cool. Ja, also von daher, ich finde Instagram eigentlich schon auf jeden Fall mal einen Blick wert, ja. Also ich würde dem noch hinzufügen, am Anfang ganz, ganz viel Free-Content geben. Ja. Yeah. Also da wirklich den Leuten auch weiterzuhelfen, egal ob das jetzt über eine Direktnachricht ist oder über bestimmte Feed-Beiträge. Unabhängig vom Tool, also es gilt ja überall, genau. Da einfach halt den Mehrwert für die Menschen zu schaffen und ihnen zu helfen. Das, denke ich, ist am Anfang sehr, sehr wichtig, um einfach auch zu zeigen, dass du Spaß dran hast, dass du den Leuten vertrauen kannst oder halt andersrum, denke ich, dass das sehr, sehr wichtig ist, genau.
Habt ihr denn eure Zielgruppe definiert eigentlich? Ja, wir haben da schon mehrere Zielgruppen definiert. Ja, wir hatten auch die Peters und Michael und 35 Jahre und fährt das und das Auto. Nee, Spaß. Also es macht alles irgendwie Sinn. Aber wir haben gemerkt, bei uns war mehr so ein Schlüssel, uns klar zu werden, was uns eigentlich wichtig ist. Also unsere Werte, das klingt auch so abgedroschen, aber da steht ganz, ganz viel Wichtiges für uns drin. Also was wollen wir damit erreichen? Warum haben wir uns selbstständig gemacht? Was wollen wir damit erreichen eben? Und wenn wir Leute anziehen, die da ähnlich sind, die das teilen mit uns, dann ist das schon mal ganz, ganz viel wert. Also dann macht das viel, viel mehr Spaß. Und dann kann das die 60-jährige Inge sein, die ein Yoga-Studio hat. Es kann aber auch irgendwie der Wolfgang sein, der Unternehmer ist. Wir sind natürlich auch ein bisschen flexibler, weil wir halt Coaching und Videoproduktion machen. Aber ich würde sagen, unsere Zielgruppe sind unsere Werte. Und dann ist es halt einfach auch grundsätzlich wichtig, dass es wirklich auch für beide passt, also für den potenziellen Kunden, aber auch für uns. Weil wenn wir ein schlechtes Bauchgefühl haben und schon merken, hat man auch schon, dann auch offen zu kommunizieren und sagen, hey, ich glaube, das mit uns passt halt aus verschiedenen Gründen nicht. Das wird dann vielleicht nicht den Erfolg, den du dir auch hoffst. Dann denke ich, dass wir da auf jeden Fall auf einem guten Weg sind und einfach auch unsere Werte bewusst und selbstbewusst leben. Ja. Was sind denn eure Werte, um mal ganz plump zu fragen? Offenheit, Authentizität, das ist immer ein schwieriges Wort, und auch den Anspruch, nicht austauschbar zu sein. Also einzigartig zu sein, das soll jetzt nicht eingebildet klingen, aber eben halt etwas Besonderes dann halt zu liefern, wo man sich dran auch erinnert. Ja. Sich halt einfach auf Augenhöhe zu begegnen. Ja. Und nicht von oben herab oder von unten herab, sondern einfach zu sagen, ey, ich gebe 100%, also gib du auch 100%, und wenn ich all in gehe, dann geh du auch all in. Das ist so unsere Philosophie, weil dann wird's richtig geil. Cool, mega. Also ich bin gerade ganz geflasht. Kundengespräche, wie bereitet ihr euch denn so aufs Kundengespräch vor? Ja, da haben wir schon ganz viele Leitfäden auch entwickelt. Und auch durch unsere Weiterbildung mit Dirk Kräuter haben wir da ja auch viel gelernt. Wir haben da Leitfäden, die haben wir uns erarbeitet, die haben wir auch schon durchgespielt, also Rollenspiele. und dann ist es halt einfach wirklich auch tun und machen. Und, also zuhören, Fragen stellen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Nicht so viel so in diesen Beratermodus zu verfallen, so ich muss jetzt ganz, ganz viel von mir erzählen, sondern Fragen zu stellen und den anderen erstmal zu sprechen zu lassen, weil da kommen so zum Beispiel für uns eine ganz wichtige, also etwas Besonderes, was wir jetzt teilen, was wir zum Beispiel immer fragen zum Ende des Gesprächs, was ist Ihnen in unserer Zusammenarbeit besonders wichtig? Und da kommen teilweise echt mega Antworten. Also wenn wir das nicht gefragt hätten, dann wären wir mal so richtig auf die Schnauze gefallen. Da kommt dann von so Sachen wie, ich möchte nicht für Korrekturen oder so, also so, dass man ein bisschen sorgfältig arbeitet. Also so ganz erstaunliche Sachen kommen dann dabei raus. Ja, ja, cool. Wie überzeugt ihr denn eure Kunden von eurer Arbeit und eurer Leistung? Indem wir so sind, wie wir sind. Wir zeigen dann halt Sachen, die wir halt schon gemacht haben. Wir verweisen dann auf Instagram, auf YouTube. Einfach halt auch durch unsere Art, durch die offene Art. Wir ziehen viele Leute über Instagram an, die kennen uns dann schon. Das ist dann keine harte Kaltakquise, das haben wir auch schon gemacht, harte Kaltakquise. Das ist, ein schönes Learning. Deshalb kennen die Leute uns meistens vorher schon und wissen eigentlich, wie wir so ticken und wie wir sind. Und dann wissen sie auch, was sie sich einlassen. Und da spielen ja dann die Werte ja wieder eine Rolle. Wir strahlen ja etwas aus, die Leute fühlen sich davon angesprochen, melden sich dann bei uns irgendwo und dann ist es eben nicht mehr verkaufen, sondern dann kann ich etwas anbieten, weil dann gibt es einfach schon mal eine Grundebene zueinander. Und klar haben wir das dann auch, natürlich müssen wir auch argumentieren, warum jetzt das diesen Betrag dann eben dann kostet oder warum das dann eben ist, aber es ist dann nicht mehr so unmöglich, sage ich jetzt mal, uns so... was sich so unwohl fühlt, was man sich da denkt, so, ja, ich würde das, glaube ich, jetzt auch nicht wollen, wenn ich der andere wäre. Jetzt habe ich eine ganz knifflige Frage, und zwar, wie berechnet ihr denn euren Preis? Ich möchte nicht wissen, wie viel Geld ihr nehmt, sondern ich möchte nur wissen, wie ihr das berechnet für euch, dass ihr dann am Monatsende damit zurechtkommt. Ja, unsere Finanzexpertin Adina
Also wir haben eine Kalkulation dahinter stehen. Wir haben unsere Fixkosten aufgelistet und da wirklich auch alles wirklich mit reingepackt. Sei es jetzt ein Abo von einer Zeitschrift, sei es private Sachen, sei es geschäftliche Sachen. Die haben wir alle mal runtergeschrieben. Kennen unsere Fixkosten im Monat und da kommt echt Erstaunliches raus. Also wenn man da wirklich alles zusammenrechnet, dann ist mir erstmal so, okay, das hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, kenne ich, ja. Kennst du, ja. Und dann ist es so, dass wir dann für uns halt überlegt haben, wie viel Stunden im Monat wollen wir arbeiten. Und arbeiten heißt gleich Geld verdienen. Mhm. Heißt nicht, ich mache jetzt ein YouTube-Video oder heißt nicht, ich mache jetzt einen Instagram-Post, sondern Arbeit heißt Geld verdienen. Umsatzfördernde Maßnahmen. Tätigkeiten. So haben wir dann im Prinzip gerechnet, wie viele Stunden müssen wir arbeiten, um unsere Fixkosten zu decken. Und es wäre ja dann auch noch schön, wenn wir mal Geld hätten, wenn hier beim Auto ein Rad fehlt oder wir eine neue Waschmaschine brauchen oder so einfach ein Fallback. Und wenn wir uns eine neue Kamera kaufen wollen, müssen wir natürlich auch ehrlich sein und sagen, können wir uns das jetzt leisten, wollen wir uns das leisten? Man überlegt sich das ja dann schon. Und so sind wir dann zu unserem Stundensatz gekommen, der ist fix, den kommunizieren wir dann auch. Und entweder jemand kauft oder halt kauft halt nicht. Und ja. Genau. Ja, cool. Das finde ich fair, finde ich in Ordnung. So würde ich das auch beibehalten. Ich sage extra nicht, dass er den nennen soll, weil sich der ja ändert. Ich meine, der ändert sich bei uns in der Branche immer, weil das ist das eine Jahr so, das nächste Jahr so. Man lernt ja dazu, man wird professioneller und dann kann man auch ein bisschen mehr Geld nehmen, wenn man das vernünftig kommunizieren kann, von daher. Weil ich hatte schon mal so die Erfahrung, ja, dann hieß es dann, ja, aber du hast ja dann mal das und das genommen. Ja, das ist aber auch schon 5 Jahre her. Also das hat, ja, wie die Leute... Sich ja weiterentwickelt. Genau, man entwickelt sich ja weiter, man professionalisiert sich. Wenn bei euch jetzt zum Beispiel das vielleicht Einstieg mit dem Live-Gehen, weil ich glaube, viele Unternehmer haben da momentan sehr viel, was ich festgestellt habe, jetzt durch diese Corona-Zeit, dass das mit dem Live halt momentan durch die Decke geht und dass zum Beispiel diese Zoom-Session, ihr hattet mich ja eingeladen auch zu diesem Zoom, dass das nicht so gut funktioniert hat wie andere. Wie jetzt zum Beispiel, wir kommunizieren jetzt über den Facebook-Messenger, über Videotelefonie und ich bin von dem immer noch am begeistertsten, weil der läuft immer noch am flüssigsten. Es gibt noch andere Sachen. Ich habe jetzt auch mich auch reingefuchst in Livestreaming. Zum Beispiel Amazon bietet das auch an. Du kannst auch über den Amazon-Server kannst du auch Livestreamings machen. Das ist sogar gratis, da muss man gar nichts für bezahlen. Also da gibt es echt coole Dinge, wenn man sich da mal genauer mit befasst. Und Möglichkeiten ohne Ende. Ich fand zum Beispiel damals auch das Angebot von Vimeo gibt es ja auch, dass du Livestreamings machen kannst über deine eigene Webseite. Und es gibt richtig coole Sachen. Also ja, da bin ich mal gespannt, was da kommt. Da werde ich euch verfolgen. Darf man ja heutzutage offiziell sagen. Und dann bin ich mal gespannt, was da so bei rumkommt. Wir sind am Ende. Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen, was da loswerden wollt? Ja, erstmal danke, dass wir hier dabei sein durften. War sehr, sehr cool. Ja, ich habe auch viel gelernt. Dankeschön. Ja, danke gleichfalls. Das fand's auch mega cool. Am Ende mache ich immer so eine Schnellfragerunde. Und da möchte ich gerne, dass ihr eigentlich folgende Fragen einfach ergänzt. Ihr könnt einfach beide reinblabbeln und seid ihr bereit? Natürlich. Wunderbar. Sowas von. Die 3 besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Story, Emotionen. Die sind ja irgendwie miteinander verknüpft, die Sachen. Und Witz. Unterhaltung, ja. Ja, also Unterhaltung, ja. Unterhaltung, genau. Dass die Leute nicht denken, oh ja, kann ich mich auch mit meiner Wand unterhalten. Wenn ihr eure Kamera selbst zusammenbauen würdet, welche Fähigkeiten hätte sie? Objektivwechsel, zack, 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 zack. Das ist gut, ja. Was Geiles. So. Euer Lieblingsbuch ist? Oh. Boah, wir haben hier ganz viel in unserem Regal. Also ich fand das Café am Rande der Welt, ist glaube ich so ein Klassiker. Jeder, der mit Persönlichkeitsentwicklung macht, ist ganz gut. Fand das Buch Was Sterbende am meisten bereuen von Brownie Ware. 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, glaube ich, das war. So hieß der Buchtitel, das war richtig, richtig gut. Mhm. Euer Lieblingszitat ist? Die Adina ist schon drin. Also ich habe mit Zitaten irgendwie so gar nichts am Hut. Das Gute ist, dass wir hier an meinem Schreibtisch sitzen und ich habe hier unten ein Zitatebuch, weil ich mir die Sachen immer aufschreibe. Also hier. Und also blätter doch einfach mal. Ja, schlag mal auf und erzähl irgendwas. Also,
Du wirst nichts Neues lernen, wenn du an deiner alten Perspektive festhältst. Sehr cool, ja. Ist das dein Lieblingszitat? Das halten wir jetzt mal so fest. Ich hab ganz viele. Da stehen nur Lieblingszitate. Ja. Nee, muss man ja sagen, es sind nur Zitate, die dir im Kopf geblieben sind. Ja, also da schreibe ich mir wirklich nur die Sachen rein, die mir im Kopf geblieben sind oder die mir irgendwas bedeuten. Sehr cool, ja. Musste Gott sei Dank nicht alle vorlesen, aber das eine, vielen Dank. In den nächsten 5 Jahren werden Videos immer wichtiger werden, ich glaube selbstverständlicher werden, und dann wird es immer wichtiger, dass man sich irgendwie abhebt, und ich denke, dass das nicht durch die Technik sein wird, sondern durch das Storytelling. Dass das sein wird, wo die Leute dann, weil es immer einfacher wird, ein hochqualitatives Video zu erstellen, also technische Qualität, aber die inhaltliche Qualität eben das sein wird, was den Unterschied macht. Und seine Persönlichkeit halt einfach mehr reinbringt und seine eigene Geschichte da auch erzählt. Das ist ja mega geil, dass man das über Video ja machen kann. Sehr cool. Arne, von dir ganz kurz, dein Vorbild ist? Mein Vorbild? Clemens Bittner, den finde ich echt ziemlich cool. Nee, weil der genau eben das macht, also der diese Story dann auch immer reinbringt und gerade im Bereich Vlogging ja einfach auch mega inspirierend einfach auch ist. Genau, ja. Das ist ein sehr sympathischer Typ, ja. Also ich fand auch, der hat einen hammermäßigen Vortrag gehalten, das habe ich ihm hinterher auch gesagt, wir hatten ja die Präsi vorher schon, ich hatte ich ja bei mir auf dem Computer, bin durchgegangen und die Videos, die er da rein, da habe ich gesagt, ist so, wow, also ihr wisst ja, die Story mit dem Salzstreuer, das ist wirklich bei mir im Kopf geblieben, weil das war Storytelling so, wie man sich das vorstellt, oder? Also ich fand es wirklich mega. Und für dich, Adina, welches Vorbild hast du? Also ich finde Clemens auch super, muss ich sagen. Und sonst sind es eher, ja, ich finde Meryl Streep ganz cool von ihrer Art, von dem Werdegang und sonst sind es eher, glaube ich, so Musiker. Also ich bin sehr, sehr, ich höre sehr, sehr gerne Musik. Sehr schön. Dann eher so. Cool. Wie kann man euch erreichen? Eure Webseite, eure E-Mail-Adresse? Also über Instagram, einfach nach Schwarzwaldanker suchen, auf unserer Webseite natürlich, schwarzwald-anker.de. Wir sind aber auch auf YouTube, auf LinkedIn, aber hauptsächlich aktiv auf Instagram. Sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute Abend Zeit hattet. Ich werde jetzt mit meiner Frau noch weiter Haus des Geldes gucken, weil unsere Tochter geht nämlich jetzt wieder in die Schule. Dankeschön. Das ist momentan sehr, sehr interessant. Das macht auch süchtig. Das ist so unser Hobby zusammen. Und dann werde ich mal nochmal Instagram, die ganzen Tools ausprobieren. Und vielen, vielen Dank, dass ihr heute Zeit hattet. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß und ich bleibe am Ball mit der Live-Geschichte und gerne, wenn ihr Bock habt, können wir das gerne auch, also wirklich mal live gemeinsam machen, 1:1 im Café auch mal sitzen und uns da mal filmen. Interview machen, weil Schwarzwald ist ja hier um die Ecke. Sagt immer am Rande vom Schwarzwald, wo wohnt ihr da genau? Am Haupt am Neckar, das liegt 60 Kilometer südlich von Stuttgart. So auf halbem Weg zwischen Stuttgart und Bodensee. Aha, ja, da kriegen wir hin. Wir sind ja mobil, da kriegen wir alles hin. Bodensee ist auch. Ihr seid immer herzlich willkommen hier. Ja, also. Ja, sehr, sehr gerne. Im Kaffee, Tee, egal. Sehr, sehr gerne. Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare im Podcast, auf Instagram und schreibt einfach mal Arne und Adina an und dann bin ich mal gespannt, werdet ihr bestimmt auch eine nette Antwort bekommen und wenn ihr mehr Bock drauf habt, dann schreibt ihr an, dann kriegt ihr vielleicht auch ein cooles Coaching, wo ihr selber mit Videos auch nach vorne kommen könnt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.